Innerhalb weniger Minuten brennt Freitagnacht das Restaurant Blaues Wasser lichterloh. Heute sind die Aufräumarbeiten im vollen Gange. Immerhin ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Matthias Martinsohn ist Mitinhaber des Restaurants mit dem gewissen Urlaubsfeeling. Dass es jetzt so aussieht, ist für ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Man ist schon ein Stück weit geschockt. Ja, also wir sind ja jetzt mittlerweile krisenerprobt, was Corona betrifft. Und wir haben jetzt gerade wieder aufgehabt. Es ist auch bei uns gut gelaufen, ja, gerade weil wir hier große Außenflächen haben. Und man hat so ein bisschen wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und da fragt man sich dann schon, dass das Schicksal manchmal besondere Wege geht, dass man den nächsten Schlag in den Nacken bekommt. Kaum zu glauben, dass es vor 3 Tagen noch so aussah. Denn das Restaurant Blaues Wasser war eine beliebte Sommerlocation direkt am Main. Betriebsleiter Ante Grzycz ist in der Nacht zu Samstag im Obergeschoss und macht die letzten Monatsabrechnungen, als er durch Rufe von Nachbarn auf den Rauch aufmerksam gemacht wird. Dieser kommt aus einer Wand in der Küche. Es gibt 2 Varianten, wegrennen oder retten. Bei mir geht dann immer der Rettungsmodus los und habe da versucht, mit Eimern und Wasser da gegen diese Wand zu schlagen, dann irgendwelche Schlitze zu kommen, um irgendwie Zeit zu gewinnen, weil ich wusste, dass das Dach oben hochentzündlich ist, oben drüber. Ante Grzycz merkt gar nicht, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Die Feuerwehr bringt ihn in Sicherheit, er wird medizinisch versorgt. Als ich dann aus dem Rettungswagen raus bin, hat mich dann der Schock erwischt, weil ich dann gesehen habe, dass die ganze Terrasse lichterloh brennt. Also da ging es dann wirklich innerhalb von Minuten. Es war erschreckend zu sehen, dass es so schnell ging, ja. Die Ursache? Ein Kurzschluss in einem Hohlraum in der Wand. Dadurch war die Rauchentwicklung schon sehr weit fortgeschritten. Keine ungefährliche Situation, auch für die Feuerwehr. Es haben sich schon eine Menge Rauchgase bilden können, die dann kurz nach dem Eintreffen unserer ersten Einheit und den Beginn der Löschmaßnahmen durchgezündet haben. Das heißt, auch Brandrauch kann brennen oder brennt. Das hat dann dazu geführt, dass schlagartig das gesamte Gebäude sowie Teile der Außenanlage in Flammen gestanden haben. Ein weiteres Problem, Mitinhaber Matthias Martinsohn wird wohl auf den Kosten sitzen bleiben. Das Gebäude haben wir leider nicht feuerversichert. Deshalb ist es jetzt auch so ein bisschen schwierige Situation, dass wir die Firma da vor der Insolvenz retten. Weil wir eigentlich von Anfang an vorhatten, entsprechend zu sanieren, das Gebäude im Bestand. Und weil es doch schon 60 Jahre alt. Zum Glück ist die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Mitarbeiter des Blauen Wassers enorm. Jeder sagt, meldet euch, wir werden mit anpacken, wir helfen. Aber dass sich auch Gäste bei uns melden, die einfach nur Gäste sind, Freunde, die alle sagen, hey, ich arbeite bis 18 Uhr, danach kann ich gerne helfen. Also, das ist wirklich rührend. Also das ist das Schöne dann wieder jetzt, so dieses, man versucht natürlich das Positive zu sehen, ja. Und es hilft, das ist, tut sehr gut, ja. Und Matthias Martinsohn ist zuversichtlich, dass es bald wieder weitergeht, jedenfalls im Außenbereich. Die Ideen sind da viel, was wir vorhaben. Ja, mobile Küchen gibt's, mobile Toiletten gibt's. Der Garten ist bisher, zumindest was im unteren Bereich ist, nicht beschädigt. Und wenn wir hier aufgeräumt haben, wird es hier auch draußen ordentlich ausgeben. Und unser Ziel ist es, es zu schaffen, dass wir, ich glaube, es ist der Samstag, der 29., feiern wir unser Opening. Bei so viel Optimismus kann die Wiedereröffnung ja nur noch klappen.